Der Palazzo Caetani, auch Prinzenpalast genannt, ist ein bemerkenswertes Beispiel mediterraner Renaissance-Architektur und war, wie der Name bereits verrät, Wohnsitz der Lehnsherren, also der Caetani und der Colonna Gonzaga. Der Bau des Palastes begann wahrscheinlich zusammen mit der Errichtung der Burg, während der ersten echten Lehnsherrschaft über Fondi, und zwar durch die Familie dell'Aquila. Ihr verdankt man es, dass Fondi nach dem Jahrtausend erneut einer Stadt zu ähneln begann. Und auch in politischer Hinsicht nahm der Einfluss Fondis in der Umgebung erheblich zu. Die Caetani führten das Werk der dell'Aquila weiter, bis die Stadt schließlich erneut im Glanz ihrer Monumente und Kunstwerke erstrahlte. Auch unter der Herrschaft Giulia Gonzagas blühte das kulturelle Leben der Stadt auf, die sich damals mit dem Beinamen Kleines Athen Italiens rühmte. Der teilweise restaurierte Palast weist erhabene architektonische Elemente auf. Eine Tür im angioinisch-dorazischen Stil, wie man sie auch im mittelalterlichen Viertel der Stadt Gaeta findet, und ein spitzbogiger Laubengang in der ersten Etage, auf dem man vom pittoresken Garten aus über eine Außentreppe gelangt. Doch der charakteristischste Teil der Residenz ist die fantasievolle Dekoration der eleganten einzelnen und gekuppelten Fenster, zwei mit Blick auf den Innenhof und zwei nach außen gehende, die während des Zweiten Weltkriegs teilweise beschädigt wurden. In die oberen Platten aus Weichgestein ist ein durchbrochenes Maßwerk gemeißelt, das an eine reich verzierte Stickerei erinnert. Honorato II., der nach der anjouischen Invasion von 1464 an Macht und Reichtum gewonnen hatte, wollte, dass die Residenz seinem neuen Status gerecht wird und ließ aus Neapel und Gaeta fremde Handwerksmeister und Künstler kommen. Dem Katalanen Matteo Forcimagna wird die neuartige Eleganz der Linien und Ornamente zugeschrieben, ein wunderbares Beispiel italienisch-katalanischer Kunst, die auch in einigen Gebäuden Gaetas, Cessas, Carinolas und Capuas zu sehen ist. Der Neubau des Palastes zog sich von 1466 bis 1477 hin. Ferrante der Erste gestand dem Grafen von Fondi 1466 zu, den Nachnamen und das Wappen der Familie Aragon zu führen. Und so wurden die Waffen der Caetani gemeinsam mit denen der Aragonier auf den Kaminen und Fensterrosen der Gewölbe dargestellt. Das Gebäude, das Teil des Währings war, von denen noch heute Reste auf der Ringstraße zu sehen sind, wurde auf den antiken Mauern der Stadt errichtet auf dem Gebiet zwischen dem Burgfried und der Kirche San Pietro. Zitadelle und Palast waren über dem Bogen des Stadttors Richtung Neapel mit einer Holzbrücke verbunden. Das geht aus dem Gemälde Die Verkündung von Cristoforo Sacco hervor, welches heute im angrenzenden Dom von San Pietro aufbewahrt wird. Die Brücke wurde erst kürzlich nach dem Originalvorbild wieder aufgebaut. Im Inneren muss der Palast reich an Fresken und Dekorationen gewesen sein, doch die katastrophalen Geschehnisse im Laufe der Jahrhunderte löschten den Großteil dieser künstlerischen Zeugnisse aus. Die typischen Decken der großen Säle des Palastes aus dem 15. Jahrhundert, deren Balken in Form von fantastischen anthropomorphen und zoomorphen Atlanten gehauen waren, wurden 1925 durch Stahlträger und kleine gemauerte Gewölbe ersetzt. Teile einiger Fresken sind dennoch erhalten geblieben und zeugen vom Werk einer äußerst raffinierten Künstlerhand. Der erst kürzlich umgebaute Palast beherbergt heute Ausstellungen, Kongresse und andere Veranstaltungen.